Eine der größten Änderungen zwischen Siedler 2 und Siedler 3 ist die Art und Weise, wie Straßen gehandhabt werden. Bis Siedler 2 wurden Straßen aktiv vom Spieler gebaut und waren die einzigen Wege, die von den meisten Siedlern gegangen werden durften. Gutes Straßenmanagement war also eine wichtige Fähigkeit, die Spieler erlernen mussten. Das war aber eigentlich mehr technisch bedingt und mit dem Sprung in die dritte Dimension durften sich die nun deutlich zahlreicheren Siedler ab Teil 3 viel freier bewegen. Straßen wurden aber nicht gänzlich entfernt, nur ihre Entstehung und Zweck veränderten sich. Siedler 4 unterscheidet zwischen staubigen Straßen und gepflasterten Straßen. Der Unterschied ist aber keineswegs nur optisch, wir haben hier tatsächlich zwei Stufen. Demonstrieren wir das mal kurz mit dem Wassereimer des Friedens. Ohne Straße braucht unser Siedler 10 Minuten und 45 Sekunden bis ans andere Ende dieser langen Insel. Auf einer staubigen Straße sind es schon nur noch 9 Minuten und 25 Sekunden. Und auf einer gepflasterten Straße erreicht unser Proband bereits nach 8 Minuten und 10 Sekunden das Ziel. Es gibt etwas Varianz, wenn Siedler zum Beispiel nicht auf einer Straße, sondern an der Küste entlanglaufen, aber staubige Straßen sind ca. 16% und gepflasterte Straßen 33% schneller als unbefestigte Wege. Siedler brauchen normalerweise 9 Spielticks, um ein Feld zu überqueren und werden mit jeder Straßenstufe einen Tick schneller. Auf einer gepflasterten Straße schaffen sie also 2 Felder pro Sekunde. Straßen entstehen dort, wo oft Siedler langlaufen. Genauer gesagt erzeugt der 10. Siedler einen staubigen Weg und der 15. einen gepflasterten. Ein Weg, der länger nicht genutzt wurde, verschwindet auch irgendwann wieder, allerdings ist dieser Zeitraum variabel. Mit dem Editor platzierte Pflasterstraßen beginnen nach 10 Minuten zu verschwinden und sind nach 18 bis 20 Minuten wieder zu Gras geworden, wenn kein Siedler sie genutzt hat. Bei natürlich entstandenen Wegen scheint der Zeitraum entweder zufällig zu sein oder direkt mit der bisherigen Lebensdauer zusammenzuhängen. Mit dem Editor platzierte Staubwege scheinen aber unbegrenzt haltbar zu sein, gleichzeitig entstanden dort auch keine Straßen. Vielmehr erschien es so, dass viel genutzte Abschnitte eher noch zu Grasland wurden. Sobald eine Straße entstanden ist, scheinen Siedler sie entgegen meiner bisherigen Annahme durchaus zu bevorzugen, was aber nicht heißt, dass alle Siedler immer auf Straßen laufen werden. Allerdings profitieren auch nicht alle Siedler von Straßen. Spezialisten, Soldaten und Bauarbeiter werden weder durch Wege beschleunigt, noch können sie zu deren Entstehung oder Erhalt beitragen. Esel werden durch Straßen beschleunigt, tragen aber auch nicht zu ihrem Erhalt bei und können sie deshalb wahrscheinlich auch nicht allein erzeugen. Nur Träger sind zu beidem fähig, das aber auch unabhängig davon, ob sie gerade eine Ware tragen. Wege sind aber technisch gesehen eine Grasvariante und können deshalb auch nur dort entstehen. Wüste, Schlamm, dunkles Gras und steiniges Gras erlauben allesamt keine Wege. Die letzten beiden generieren auf Zufallskarten aber ohnehin nicht. Mit anderen Worten, Wege können nur auf Geländetypen entstehen, die sich verändern, wenn ihr darauf ein Gebäude setzt. Eine Ausnahme gibt es aber, Wege können auf dunklem Land entstehen. Das liegt daran, dass dunkles Land kein eigener Geländetyp, sondern praktisch ein Overlay für andere Geländetypen ist, darunter eben auch Gras. Ich hatte aber das Gefühl, dass Wege hier schneller zerfallen, als sie es sonst tun. Aber was sagt uns das alles? Wir können Wege ja nicht kontrolliert bauen, sondern sie entstehen ganz automatisch, während unsere Siedlung aufgebaut wird. Das stimmt aber tatsächlich nicht ganz. Staubwege können tatsächlich künstlich erzeugt werden, indem ihr eine Baustelle platziert und dann abreißt. Auf diesen Stellen haben Siedler dann sofort den ersten Speedboost und es werden auch nur noch 5 Siedler gebraucht, um daraus eine gepflasterte Straße zu machen. Wenn ihr also mal einen längeren Laufweg für eure Siedler habt, könnt ihr mit großen Häusern, Burgen oder Tempeln einen Weg präparieren. Das war wohl tatsächlich früher mal eine normale Taktik, die aber inzwischen fast in Vergessenheit geraten ist. Ramseslein verwendet sie aber noch und vielleicht demnächst wieder ein paar mehr.